Hi, da bin ich mal wieder, der Marc aus der Ehinger Hose. Und heute möchte ich mit euch mal gern ein Gulasch machen. Im Endeffekt ein Hirschgulasch. Ihr könnt aber die Zubereitungsart, die kennt ihr auch beim Rindergulasch, zum Beispiel genau das gleiche machen. Ja? Wir haben hier ein Fleisch, so groß, so 2,5 auf 2,5 cm groß, schneidet ihr, ja? Und das bratet ihr dann ganz schön, ich mache jetzt halt ein bisschen mehr, ganz schön in eurer Pfanne oder in eurem Topf an. Das muss richtig schön anbraten, dass es eine Farbe hat und ihr keine Flüssigkeit mehr in eurem Topf habt. Und dann kann man allein das Tomatenmark tomatisieren, aber das zeige ich alles nachher. Ich habe hierher richtig Lorbeerblatt, ein paar Wacholderbeeren und jetzt habe ich ein bisschen Feinchen, da muss aber gar nicht so fein sein, weil das verkocht ja alles. Und zwar ein bisschen Knoblauch und ein bisschen Zitronenschale und eine ungespritzte Zitrone. Es gibt nachher den Gulasch, egal ob Rind oder wie hier jetzt Hirschgulasch sind, ein bisschen erfrischen. Und dann habe ich Zwiebel geschnitten. Wundert euch nicht, weil die ein bisschen größer sind. Die lassen wir mit dem Fleisch schmoren und ihr morgen nachher gar nichts mehr von der Zwiebel. Viel tut richtig verkochen. So, und jetzt lassen wir das erstmal schmoren. Ein bisschen mit Pfeffer. Dann nimmt das ganze Fleisch einfach gleich den Geschmack auf und Salz dazu. So, und jetzt seht ihr ja, jetzt haben wir das ca. eine Stunde schmoren lassen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Kilo ihr habt oder ob ihr bloß ein Kilo habt, das seht ihr dann in eurem Topf. Wenn das so gut jetzt hier eingekocht ist, ein bisschen Flüssigkeit darf auch noch drin sein, dann machen wir eine Tomatenmark dazu. Es streitet sich die Köche alle. Die einen sagen, es passt nicht, wenn man eine Tomatenmark ins Bild nimmt. Ich sage einfach, für den ganzen Geschmack, für das Aussehen, für die Farbe schadet es nicht. Es gibt da ja einfach eine schöne Farbe. Wenn man ein bisschen Tomatenmark in den Gulasch dazu nimmt. Alles schön verrühren und ihr seht jetzt schon das Tomatenmark hat jetzt die Flüssigkeit aufgenommen und damit ihr nachher ein sämiger, schöner Gulasch kriegt, also auch eine schöne Soße, tut ihr jetzt das Ganze melieren, das heißt mit Mehl bestäuben. Das nimmt die Flüssigkeit ein bisschen auf und gibt nachher durch das Mehl, durch die Stärke und gibt nachher einfach eine sämige Soße. Das Ganze wieder verrühren und jetzt haben wir so gut wie gar keine Flüssigkeit mehr in unserem Gulasch. Alles schön verrühren. Und jetzt mit dem Rotwein ablöschen. Und immer wieder ein bisschen mit dem Rotwein ablöschen und reduzieren. Reduzieren heißt einfach, das ist unsere Fachsprache. Reduzieren hat einfach, heißt einkochen das Ganze. Immer wieder einkochen lassen und immer wieder ein bisschen ablöschen mit dem Rotwein. So, der Gulasch, der hat jetzt wirklich ein bisschen geschmort, ein kleines bisschen köcheln lassen, immer wieder umrühren, nicht vergessen, sonst brennt er an durch das Mehl, wo wir da auch vorher meliert haben. Und so habe ich jetzt meinen Gulasch ca. 2 Stunden kochen lassen. So, und das ist jetzt der Gulasch, der Hirschgulasch in der Ehinger Hose. Wenn ihr es nachkochen wollt, freut mich. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Wenn ihr mit mir kochen wollt, im GH1, sobald wir aufmachen dürfen oder ansonsten, holt es doch einfach ab bei uns im Drive-In.
Und das war's heute wieder. Tschüss, euer Marc von der Ehinger Rose.